Nidalee. Stimmt, Nidalee wird richtig hardcore gebufft, ja. Das ist tatsächlich mega fucking heavy. Der Nidalee-Buff, das macht mir richtig Angst. Und Rengar. Rengar und Nidalee werden gebufft. Also, das ist basically ein richtig krasser Nerf für K6. Und auch, also, ich glaube, das ist ein richtig krasser Nerf für meinen gesamten Champion Pool, der nächste Patch. Also, der Rengar-Buff, der wird richtig, richtig krass gegen K6. Weil du hast True Sight auf der E. Und die E wird zu Point and Click. Aber ich könnte Rengar legit lernen. Ich hab den ja gespielt. Ich hatte den ja halbwegs drauf. Da sieht man das. Also, Diana wird actually nicht genervt. Was eine absolute Kacke. Die ist so broken, seitdem sie gebufft wurde. Rengar E war ganz am Anfang auch Point and Click. Also, die haben jetzt hier die Cast Time During Leap removed. Und das bedeutet, es ist Point and Click oder nicht. Wenn du das richtig timest. Und vorher war es halt ein bisschen, also ich glaube da, und vorher musstest du das, glaube ich, richtig timen. Dass die Cast-Time genau dann losgeht, wenn du ankommst. Die removen Ravenous Hunter für Treasure Hunter. Ich glaube, das wird erstmal useless sein. Dann werden sie Treasure Hunter buffen, dann wird Treasure Hunter broken sein. Was ich sehr geil finde, ist, dass die Sustain nerfen für AD Carries vor allem. Fucking geil, ey. Und Fleetwork, das ist sehr nice. Das ist, glaube ich, ziemlich heavy auch. Ich habe gestern mit Ventia darüber geredet, er meinte, das ist useless, aber ich sehe das nicht, wie das useless sein kann. Es sollte komplett broken sein. Vor allem, weil der Heal dann auch. Also der kriegt einen 900er Range. Wie stark ist das denn bitte? Und der Pounce Radius ist auch huge. 25 extra Range für den Dash ist gigantisch. 100 pro wird sie viel gespielt. Weil sie ist ja auch eh nicht schlecht. Waited 1 month just to get no changes in the patch again, Pog. Da hat er recht. Agurin Ghost muss ein Fehler sein, no? Er hatte safe noch Ghost von dem Shyvana-Game drin und hat vergessen zu wechseln. Clueless. Wir haben leider einen Jungle-Main auf Support und die haben niemanden. Go off-road. Ugh. Oh mein Gott, ich hab Conqueror. Ja, ganz ehrlich, komm, fuck it, ey. Heute geht einfach alles schief, was schief gehen kann. Was eine Scheiße. Eine absolute Kacke, ey. Ich glaube, wenn die Ashe es gut macht, kann sie von Level 1 an, also W, also von hier aus W. Das ist normal. Triple losing lane. Ich bin da. Haben sie das nicht gesehen, die Gegner? Wow. Ich hätte noch Flash, my bad, I guess. Ja, und Press the Attack mache ich leider auch null Schaden, actually. Aber ich glaube, meine Q ist nicht mehr rausgegangen in dem Fall, also macht es nicht mal einen Unterschied. Ich hätte einfach den Vego fokussen sollen, ne? Du stirbst an der einen W. Vollidiot. Das ist ein harter Grief von Vego. Also, jetzt mal ehrlich. Was macht der da oben? Übelst gut, aber von der Sender, glaube ich. Das Problem ist, ich habe keine Ult und auch kein Ghost. Also, ich kann eigentlich Botlane gar nicht mal helfen. Kein Scherz, ich werde hier niemanden killen. Ich kann nur die Wave nehmen. Sieht das Game gut aus jetzt. Wenn ich beide Kills bekomme, ist es gut. Ash hat kein Flash. Das wird ihn hier hinten gehen. Wir sollten den 2v1 können, oder? Alter, es ist so schlecht, kein Press Detector, es ist so bad. Das stellt einfach das ganze Konzept von Edi, von diesem Item-Bild. Okay, I mean, no, wir sind actually fine, wir sind gar nicht mal so am Arsch inzwischen.
Da hat der Lieber wirklich hinsetzt. Wirklich hart reingesetzt. Oh wait, das ist falsch. Warum nicht Top-End bleiben? Also die Senna ist ja so sweet irgendwie. Ich könnte verrückt den jetzt, wenn sie will. Kein Scherz, sie spielt aber besser Support als Jungle. Weil er weiß, was wichtig ist. Finde ich sehr geil. Das ist Game. Also wenn wir es jetzt nicht wegkommen, ist es Game, aber. Es wird nichts geblockt! I think. You should block. Aber ist okay. Ich beschwere mich nicht. Die 900 Gold kann man ruhig abgeben. I guess der Dragon. Nein, der Dragon war nicht end. Nee, sehe ich nicht ein. Der Dragon war nicht end. Ich kann da easy rauskommen. Ist okay, whatever. Sehe ich nicht ein, dass wir den Dragon da nicht nehmen können. Wow. Dass sie das geschafft hat zu dodgen. Ich meine, ich will natürlich eigentlich nicht die ganze Zeit gegen Ash spielen, aber ich kann nicht die ganze Zeit kiten. Das ist der Throw, von dem ich Angst hatte. Hm. Ist das dreimal großgezündet gerade, ja. Lady Ghost ist broken. Vertraut mir. Vertraut mir einfach, das ist einfach broken. Wir werden bald nur Ghost sehen. So langsam, weil ich noch keine zwei Boots habe. Liegt auch an der Ash, dass ich mich so langsam fühle. Wir können auch mitnehmen, die sollten hier raus bald. Ein paar Riesen-Infern. Von Reckless, ne? Das könnten wir wieder. Ich muss denken. Ich glaube, das war's, oder? Mit. Oh, die Trainer schon. Endlich mal ein Win, ey, yo! Ja! Cool. Ist gar nichts. Das war eine falsche Runde, though. Das war wirklich schlecht, die Runde zu haben.